Hallihallo, hier ist euer Commander im VBL Tier 5. Ja, da ist noch einer im VBL da. Hat selbe vor wie ich. Die Dinge gehen tierisch ab eben. Die haben ein neues Geschütz bekommen, das seht ihr hier oben drauf auf dem Gerät, auf dem Fahrzeug. Und das verschießt Pele-Munition. Und ich habe mit dem Ding eben auf Basilisk, das erste Mal bin ich da gefahren mit dieser Kanone drauf. Und jo, kann man lassen. Ne? 11 Kills, sag ich da nur, auf Anhieb, ist schon nicht ohne. Und ihr seht gerade, wie der Teil verkauft. Benutze mal die blaue Munition, das ist die AP-Munition, die normale. Aber da weiß ich noch nicht, wie die so reinhaut. Ja. Ich kenne. Hier haben wir was, was ich damit testen kann. Ja, da haut es gar nicht rein, seht ihr? Dann konnte ich jetzt nichts tun. Und jetzt? Ja gut, jetzt haben wir auch von hinten erwischt, aber... Ja, der hat schon mal Richtung geschaut. Dann guckt er mal in Richtung. Seht, wie was ich damit meine. Das Ding geht ab. Wie ein Zöpfchen. Sagt so. Volksmund. Nicht Volksmund, sondern in jedermanns Mund. Ich guck mal hier. Ob uns nicht irgendwas in den Rücken fällt. Die sind noch mit dem beschäftigt, aber der hat es glaube ich eher. Da hat es so. Mr. Leutnant. Aber das Ding ist super. Türmschwenkung, wie sonst was. Dieses Ziel einloggen und fahren geht mit dem hier auch sehr gut. Dann sozusagen. VBL hat schon ein bisschen mehr abbekommen, aber ist nicht so wild. Der macht jetzt seinen Schaden so ein bisschen. Auch viel mehr. Nicht so ein bisschen. Ne? Und ich nehme das hier mal ein und die fahren schon den Punkt. Ist ja nicht so wild. Wieso ist der VBL jetzt da hinten? Ach, er ist kaputt gegangen. Gerade anscheinend. Da hat was abgekriegt. Nein, nein, hör auf! Was machst du denn? Willst du von der Brücke fallen? Ja, genau. Oh Mann, wieso ist denn der jetzt auf der Brücke nochmal zurückgefahren ein Stück? Weil das tut nur weh. So, weg ist er. Über 2259 Schaden an ihm gemacht. Uiuiui. Sag ja, das Ding ist böse. Und egal, was du für einen Tank hast, auf der Tierstufe oder Tierstufe vielleicht auch drüber, du kriegst was drauf. Da kriegst du was drauf. Der Lust, dass dieser 85 stinkt.
kriegt auch von vorne was drauf von mir, aber trotzdem, es bringt nichts. Es bringt ihm nichts, dass er in dem Ding Tank sitzt. Ich mache ihn fertig. Das ist unglaublich. Ich hoffe, die machen dann nochmal was, weil das Ding ist echt OP. Meiner Meinung nach ist das Ding total OP. Weil du hast überhaupt keine Chance im normalen Tank gegen den. Wenn du nicht schnell schießen kannst mit deinem Tank und überhaupt ist alles an. Da ist der Case für dich schon lange gegessen. Also der ist schon in dem Moment gegessen, wo jemand das Ding hat. Wieder 1500 insgesamt ihm eingeschwenkt. Schon heftig. Schon heftig. Aber ja, geht halt. Ich habe ja auch der große Ladeverschluss drin, deswegen schießt das Teil nochmal schneller. Das hat bei der Damage pro Minute in der Anzeige auf der rechten Seite eben in der Garage hat er nochmal 1000 drauf gekriegt durch den großen Ladeverschluss. 1000 Damage in der Minute. Wo er sowieso schon 13.000 Damage vorweisen kann. Das ist schon da. Echt heftig. Heftig, dick. Schauen wir mal. Das ist hier immer der gleiche Weg, den ich fahre. Jede Mission fast. Weil hier kommt man halt von hinten dran. Schön. Wie die Schadensanzeige sich füllt für den Schaden, den ich verursache. 17.000 habe ich schon auf der Uhr. Ich hatte hier ein Match, da bin ich nicht in dem Teil gefahren. Und der Kollege, der in dem Teil gefahren ist, hat er gehabt? 35.000. Also bin ich ja bald aus alle Socke gefallen. Hat es mich voll weggeweht irgendwie. Ich meine, ich habe es ihm gegönnt, weil das Ding hat es halt drauf. Aber 35. So, und wenn ich die Runde fertig habe, hier, weil wir kein Teammitglied verloren haben zum Ende der Runde, oder weil ich mein HP-Päckchen nicht genommen habe, verdiene ich mir jetzt gerade noch 10 von diesen Punkten, die man braucht, neben für diese Aufträge. Und dann habe ich endlich den Sheraton Hightech freigeschaltet. Den zeige ich euch dann gleich im Anschluss. Ah, wie schön. So fängt der Morgen doch gut an, oder? Also, wenn man sich drauf versteift, dass einem der Morgen nur gut anfangen kann, wenn man ein Spiel gut macht. Ne. Also, einer bin ich natürlich nicht. So, Blue Star, yeah! 17.000 Schaden gemacht. Mit diesem unwahrscheinlichen kleinen Fahrzeug. Das ist schon heftig. So, seht ihr, der andere VBL auch. Der hat auch seinen Schnitt gemacht. Und die anderen sind in weitem Abstand mit dem Damage. Und das ist eben, wie gesagt, durch diese krasse Munition. Weil das streut ja auch mit der Zeit wie so eine Schrotflinte. Wenn man da schießt und durch die hohe Schusskadenz wirkt das auch wie eine Schrotflinte. Und da trifft man halt irgendwie immer eine Stelle. Also der Wahrscheinlichkeit nach trifft man immer eine Stelle, die wo es halt weh tut. Und ja, so sieht das dann aus. Wie in dem Match gerade. Alle sekundären Missionen haben wir geschafft, das ist prima. So, seht ihr, nur Energy Drink und Öl. Und einmal Reparatur habe ich verwendet. Nee, ich habe noch immer Reparatur verwendet. Ja. Er ist schon hart. So. 5 indirekte Treffer. 200. Ja, durch die hohe Schusskadenz. 293 Schüsse haben nicht immer das Ziel getroffen. Ja. Und Schussmenge sind 1195. Also fast 1200 Schuss habe ich hier verballert.
Eieieiei. Aber wie gesagt, das ist schon heftig, was mir hier an Damage verteilt mit dem Teil. Insbesondere mit dieser Pele-Munition, ne? Hier. Ich gebe mal das Datenblatt durch. Eigentlich kennt ja jeder diesen VBL. Tarnung 46%, das ist auch wie meinem Commander. Sichtweite 470 Meter, auch wie im Commander. 500 Meter im Stehen, das sind 30 Meter, die nochmal dazukommen durch das Fahrzeug. Manche Fahrzeuge haben, wenn sie ein Sichtset oder Optikset eingebaut kriegen, haben selbst dann noch mal die Fähigkeit, dass sie im Stehen 30 Meter dazu bekommen an Sichtweite. Geschützneigung ist auch prima. Bin ja 14. da träumt jeder davon, der im MBT sitzt. 150 Grad, das meine ich, 150 Grad maximale Abweichung, das ist das praktisch der Zielkreis und diese Streuung, die ich gerade angesprochen habe. Das wird durch diesen Wert ausgesagt. 1,3 Sekunden Zielzeit, das ist halt der Zielkreis, der auseinander geht und wieder zusammen, wenn man aufhört zu schießen. Und die Türmschwenkung, ja, 167 Grad die Sekunde. Wisst ihr, was das heißt? Dieses Einloggen und Ziel und bla. Target Lock und Turm verfolgt das Ziel. Das funktioniert hier 1A. Das ist läuft wie geschmiert. Geht runter wie Öl. So, 105 km/h Höchstgeschwindigkeit, 1,3 Sekunden bis auf 32 km/h. Super. Panzerung brauchen wir auch nicht drüber reden. Sowas hat keine Panzerung. Zumindest nichts Effektives. Schaden 25. Durchschlag 80 mm, das ist die AP-Munition. Ne, das ist die Pele-Munition. Schaden pro Minute 16.112. Tierstufe 5. Super. Ich meine, da geht mir zwar eine ab dabei, aber ich finde das OP, ja. Also overpowered. Das ist schon heftig für Tierstufe 5. Ja, und ihr habt ja gesehen, egal was ich da vor dem Fadenkreuz hatte, es hatte keine Chance. Solange ich nicht getroffen werde von ihm. So, zweimal mindestens. Ne? So, das ist Datenblatt. Der französische Penhead VBL trat seinen Dienst ursprünglich im Jahr 1990 an und wurde seitdem mehrmals im Kampfwert gesteigert. Eine der Exportvarianten ist der VBL Tow mit dem Tow-Geschütz, das dem Fahrzeug hervorragende an die Panzerfähigkeiten verleiht. Zudem weiteren technischen Upgrades gehört ein verbessertes Funksystem sowie ein Nachtsichtgerät. Also Tarnfaktor wird durch langsame Bewegung nicht aufgehoben. Ziel markieren, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Man kann Ziele markieren, die sieht man dann auch, wenn sie irgendwo dahinter fahren oder so eine Minute lang, glaube ich. Das zeige ich euch aber auch noch mal irgendwann in einem Match. Da weise ich auch dann extra darauf hin. Keine Sorge. Das ist das Erkundungspaket. Diese 30 Meter, die dazukommen, wenn man das eingebaut hat. Die erste Sichtweite. Und Mehrfachgeschützturm. Dieses Fahrzeug besitzt verschiedene Türme, die im Kampf gewechselt werden können. Im Kampf. So, das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, das ist nur, man kann das nur hier in die Modifikationen ändern, weil hier seht ihr das jetzt. Das ist einmal der VBL Tow Geschützturm mit Raketenwerfer und einmal das, was ich eben drauf hatte: VBL mit 20 mm Kanone MK20 RH 202. Mal gucken, was da steht. Ja, nicht viel. Das ist auch nur noch einmal praktisch die Beschreibung des Turms. Was eigentlich, ja, die Panzerung und so, das ist eigentlich hinfällig, weil alles macht den ja kaputt. Ja, bei 11 mm oder 9 mm Panzerung, da kommt alles durch. Ist ja klar, ne? So, das ist dieses Erkundungsset. Reduziert drastisch die Rückmeldeverzögerung von Feinden. Erspäht Sichtweite bei Stillstand 30 Meter.
Fähigkeit durch Blattwerk verbessert, sehen. Motor Upgrade ist klar. Das sind die Raketen. Das Upgrade für die Raketen und Nebelmittel. Und mehr kann man bei dem Ding überhaupt nicht upgraden. So. Ja. Das habe ich jetzt auch erst eingebaut alles. Das ist der große Ladeverschluss, wie ich ich mache ihn mal raus, dann zeige ich das euch, wie sich da die die Damage pro Minute erhöht. So, rausgenommen und schon haben wir nur noch 15.690 und drinnen wieder haben wir 16.112, also schon mal 600 Damage wieder mehr die Minute. Das ist so ein halber Panzer, ne? Oder ein halbes Spähfahrzeug, was man da schon wieder mehr Schaden zufügen kann. So, ich mache dann auch irgendwann die große Sichtweite ein. Das kommt also im Stehen. Hier unten die ist das verbessertes Teleobjektiv 2. Mal gucken. Ich muss dann auch mal auf dem Testdrive, auf dem Testgelände mal gucken, wie sich das auswirkt. Weil mit dem Commander jetzt hier drin und der permanenten Sichtweite fülle ich schon fast den maximalen Sichtkreis von dem Fahrzeug aus. Das heißt, ich bräuchte eigentlich das im Stehen gar nicht. Ja, da kann ich dann irgendwas anderes nehmen, was das Fahrzeug vielleicht noch schützt oder tarnt. Diese elektromagnetische Tarnung oder was das ist bei den Retrofits. Das ist das hier. Sieht aus wie so ein Farbeimer. Elektrotropische Tarnung. Absorbierende Farbe, so elektrotropisch absorbierende Farbe, Tarnfaktor 8%. Das heißt, wenn ich mich hinstelle oder stehen bleibe, das ist genau dasselbe wie die Bots, wenn die stehen bleiben, auf einmal verschwinden. Das passiert dann hier mit mir auch, nur kriegt das dann entweder der Bot mit oder irgendeinen anderen Feind in PvP, was ich ja nicht viel fahre, oder Global Operations. Ne? Ich mache aber trotzdem mal Panzerungsrechner an, aber das ist eigentlich Blödsinn. Seht ihr ja? Blödsinn. Mal gucken, was wir hier als Gegenstück nehmen können. Den nehmen wir mal T55, ganz normal. So, seht ihr. Schon mit der ersten AP-Munition, die einen Durchschlag von 225 nur hat. Ist da kein Kraut, oder vielmehr, da ist der VBL nicht dagegen gewachsen. Ne? Seht ihr ja, das ist witzlos. Da irgendwie zu denken, man hätte da Chancen. Man hat nur Chancen, wenn man schnell genug ist, gut getarnt ist, dann hat man gute Chancen. Ne? Mit dem Ding. So, und jetzt schauen wir mal im HQ, ob ich diesen Ding schon gewonnen habe. Nee, noch nicht. Teamwork. Ja, schön. Ich habe das Feldreparaturset gar nicht verwendet eben. Habt ihr ja gesehen. Aber trotzdem kriege ich hier das Ding nicht. Den Vertrag habe ich trotzdem noch nicht erfüllt. Dann. Das ist komisch, ja. Ich meine, ich habe das ja hier live jetzt auf Video. Das Feldreparatursatz hatte ich doch eigentlich gar nicht verwendet. Ne? Aber ich krieg die 10 Punkte nicht. Und dass ich endlich... Oder ich schaue mir das Video auch nochmal an. Vielleicht habe ich ja doch irgendwie den falschen Knopf gedrückt und habe es verwendet. Und Teammitglied... Vielleicht liegt das daran, dass das aufgrund des Teammitglieds ich das, weil er gestorben ist, nicht gekriegt habe oder weil ich doch halt das Feldreparatursatz verwendet habe. Aber ich war der Meinung, ich hätte es nicht genommen. Sonst hätte ich euch das ja auch am Ende vom Video nicht gesagt, oder? Seltsam. Sehr seltsam, weil das ist, das habe ich ja schon länger, das sieht man anhand der Zahl hier, dass ich das ja schon länger wieder praktisch geschafft habe, weil 14 Stunden. Normal sind das ja mehr als 14 Stunden, wenn man gerade fertig ist und hat den Auftrag geschafft. Ne? Na, wollte ich euch ja schön den Sheridan vorstellen jetzt auch noch, vielleicht so ein bisschen, zumindest wie er aussieht. Aber wieder ein Griff ins Klo, wie immer in meinem Leben. Oder wie häufig in meinem Leben, aber ist auch egal, das ist nebensächlich.
Weil, ja, also ich kann euch nur empfehlen, versucht das Ding mal, probiert es mal aus. Super. Also mir hat es Spaß gemacht. Und die Runde davor war ich auf Basilisk, das hat auch Spaß gemacht. Das war meine erste Runde mit der Kanone. Super geil. So, das war euer Commander am Montagmorgen mit dem VBL und der Riesenmaschine, mit der kleinen Maschinenkanone, die krass Pele-Munition verschießt. So, dann bis dann, ey.